Ja, hier ist er wieder, euer Burgelkat. Ich bin hier auf der Karte Klippe unterwegs und zwar mit dem Super Hellcat. Den haben viele oder fast alle ja geschenkt bekommen von Wargaming. Und ich muss sagen, normalerweise danke Wargaming, aber bei diesem Fahrzeug muss ich echt sagen, lasst es in der Garage stehen. Ihr müsst ihn nicht fahren. Das Ding ist sowas von grottig. Und ich komme jetzt gar nicht auf technische Daten hier groß, sondern ich werde hier einfach mal in diesem Gefecht bei der Auswertung einfach mal zum normalen Hellcat und zur Super Hellcat ein paar Vergleiche ziehen und ihr werdet dann feststellen, ja, es sind fast die gleichen Fahrzeuge. Mit dem Unterschied, mit der Super Hellcat ist Tier 7 und eine normale Hellcat ist Tier 8. Und wenn ihr dann beide Fahrzeuge seht und überlegt, mit der 7, da kommt er im 8er Gefecht und sollt da irgendwas ausrichten, dann kratzt ihr euch am Kopf und sagt, ja, dem Team kann ich bestimmt mit diesem Gurkenauto bestimmt super helfen. Also im Grunde genommen, wenn ihr nicht unbedingt einen reinen 7er Gefecht habt oder wie hier jetzt mit Tier 7 Top-Tier seid und der Rest sind 6er, nehmt das Ding und verbrennt es im Grunde genommen. Oder lasst es verrosten oder verstauben in der Garage, weil für eine Handvoll Credits, die man mehr bekommt oder Erfahrung, das Ding ist meistens nur eine Belastung fürs Team. Also ich bin von dem Fahrzeug nicht überzeugt. Naja, mein erster Treffer kann abprallen. Aber mit einer anderen Kanone im Tier 7er Bereich hätte man da vielleicht schon Schaden gemacht, aber hier eben nichts. Und naja, jetzt stehen wir hier wie die, nicht zwei von der Muppet Show, sondern sogar wie die drei von der Muppet Show. Und gucken mal als Hellcat hier Parade, was wir hier ausrichten können. Wobei, da wir ja hier sogar Top-Tier sind, könnte man eigentlich aktiver spielen. Werde ich wohl auch gleich mich drauf verlegen. So, Jungs, ihr zwei werdet das schon schaffen, dem bisschen Feuerschutz zu geben oder ihm den Feind vom Leib zu halten. Uni, naja, ist ein harter Gegner, selbst jetzt mit Premium-Munition kommt man nicht unbedingt durch. Aber wir können es ja versuchen. Dieses Gefecht wird auch kein schönes Gefecht werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also da wird nicht unbedingt eine erste Klasse bei rauskommen oder zweite Klasse meinerseits. Ich bin froh, wenn ich das Gefecht überlebe und noch ein bisschen Schaden mache. Weil dieses Auto ist wirklich kein gutes Auto. Sprich, Gurkenpanzer. Meiner Meinung nach ist es ein Gurkenpanzer. Geschenkt, nicht zu teuer, aber schlecht. Das Fahrzeug ist nicht gut. Also ihr merkt schon an meiner Wortwahl oder was ich so sage. Ich bin von dem Fahrzeug nicht begeistert, nicht überzeugt. Und warne jedem, der da jetzt der Meinung ist, er hätte einen guten Panzer, damit könnte man ja was reißen. Natürlich besitzt dieses Fahrzeug wie die meisten amerikanischen Fahrzeuge einen guten Negativrichtbereich, muss ich zugeben. Und ich habe jetzt auch vergessen, auf Standardmunition zu wechseln. Ich hatte ja für den Uni oder was das nochmal war, ja, Premium-Munition vorbereitet. Hab jetzt einfach vergessen, die zu wechseln. Premium-Munition ist gerade etwas übertrieben.
übertrieben gewesen. Für die olle Arti. Es gibt keine Arti mehr, das heißt, die TDs vom Hügel können mir noch eine drücken, ja. Aber sonst, dürfte ich hier recht... Na, die können mir gar keine drücken von da hinten. Das heißt, ich kann hier doch schon ein bisschen... Ja, der ist dann mir doch vor die Kanone gefahren. Und zwar jemand, der unbedingt schnell sterben wollte. Gegner flankieren kannst du mit dem Fahrzeug. Bisschen Aua machen kannst du dann auch. Oh, ist verschossen, mein Freund. Ja, nur durchs Flankieren hier habe ich überhaupt was reißen können. Ansonsten hätte ich gesagt, da wird nichts draus. Und wie gesagt, das ist die einzige Chance, die ihr mit dem Superhellcat habt, im Gefecht wirklich Leistung zu bringen. Ihr müsst einen Gegner bald wie ein Medium flankieren. Eher schnell. Ja, das könnt ihr theoretisch schaffen. Und mit der Standardmunition... Na, blind ein hin. Kann man im Tier 6er Bereich, Tier 7er Bereich gerade so leben, aber sobald ihr einen Heavy Tank oder sowas seht, müsst ihr fast schon Premium-Munition nehmen, außer ihr schafft es, den Gegner irgendwie in die Flanke zu fahren oder zu kommen. Also da hocken zwei Freunde. Upsa. Ja, das Gefecht läuft doch besser als gedacht, aber wie gesagt, normalerweise dieses Fahrzeug ist absoluter Blödsinn, dass ihr ihn ins Gefecht fahrt. Nehmt dann lieber die Tier 6er Hellcat, damit könnt ihr mehr ausrichten für eure Tierklasse. Ja, ihr seht, live aufgenommen. Hier ist kein Schnitt drin. Oh, ich habe sogar meisterlich geschafft auf diesem Fahrzeug. Ja, Richtschütze, Panzerbrecher, Wirkungsfeuer. Dann nochmal hier. Komm. Oh, Menno. Nein. Oh, nehmen wir erstmal den. Großkaliber und Panzermeisterschütze. Ja, 16 Schüsse abgegeben, 15 Treffer, 13 Mal den Gegner penetriert. Gesamtschaden 2710 Schadenspunkte. Auf über 300 Meter Entfernung waren davon 1369 Schadenspunkte. Ich selber habe einen Treffer kassiert. Ich habe 3 Gegnerfahrzeuge aufgedeckt, 7 bekämpft, 3 vernichtet. Um meinem Team noch einen Schaden von 490 Schadenspunkten zu machen, ermöglicht. Ja, mit dieser Leistung habe ich die meisten... Punkte bekommen, habe den meisten Schaden rausgedrückt. Ja, wie ich schon gesagt habe, Bonusfeiertag, Ops, Klimbim, deswegen finanziell, es ist Geld übergeblieben, aber naja, Erfahrungspunkte satt. Und jetzt zu dem angekündigten, machen wir hier einfach mal Fahrzeugdaten auf, nehmen wir die Tier 6er Hellcat. Machen wir da auch die Fahrzeugdaten auf und ziehen wir mal das so grob nebeneinander. Und ich muss sagen, bis auf hier 7 mm mehr Durchschlag für eine Tierstufe höher, 7 mm mittlerer Durchschlag, ist das Fahrzeug im Grunde genommen gleich oder schlechter gesehen. Wieso sage ich oder schlechter gesehen? Also... Ihr müsst es euch nur mal überlegen. Eine Tierstufe höher und ein stumpfes Schwert, das eigentlich in die Tierstufe 6 reingehört. Also von den Daten her, vom Können her, ist es ein 6er.
Den haben sie zum 7er gemacht in der Hoffnung, dass er bis Tier 9 gematcht wird. Ihr sollt mit... Hier... Der Super-Hellkit, sollt ihr im Tier 9er Gefecht rumgurken? Da würdet ihr doch freiwillig nicht mit der normalen Hellcat reingehen. Das ist doch paradox, als würdet ihr den Tier 6er nehmen und im Tier 9er Gefecht reinstopfen. Also von daher, gut und schön, dass ich dank des Flakierens hier den Gegner an der Seite oder am Arsch erwischt habe und dadurch Schaden machen konnte. Aber im Grunde genommen, diese ganze Rumpfahrerei mit der Super-Hellcat schwächt das Team. Also dieses Fahrzeug... Lasst es in der Garage, lasst es verstauben, vergesst es. Im Grunde genommen für einen Mülleimer. Behaltet ihn, der wird sicherlich irgendwann ein seltenes Stück werden hier, die Super Hellcat. Schön sieht er ja aus optisch, aber ansonsten, es ist ein stumpfes Schwert im Köcher eurer Garage. Vergesst es. Es wird auch so ziemlich das einzige Video sein, das ich über diesem Fahrzeug drehen werde oder machen werde. Und ich sage nur, vergesst die Gurke. Also ihr kennt meine Meinung zu diesem Fahrzeug. Ich muss sagen, ich will mich nicht in Rage reden. Danke Wargaming, dass ihr uns was geschenkt habt. Danke, dass man damit auch mal Spaß haben konnte. Aber im Grunde genommen, ein unterlegenes Geschenk. Es muss ja kein Überpanzer sein. Aber das war aus der Not herausgeboren. Wir machen aus einem 6er einfach einen 7er. Nennen es Geschenk, eine Art Premium-Fahrzeug oder Sonderfahrzeug. Und geben uns immerhin die Mühe und geben ihn für eine Tierstufe höher, die er gematcht werden kann, 7 mm mehr Durchschlag. Was wollt ihr im Tier 9er mit diesem regulären Durchschlag? Also von daher... Oh, danke, Wargaming. Tschüss, euer Borgelkat.